Hallo liebe Leute, ich bin Lucida und bei brütender Hitze bei mir zu Hause schauen wir jetzt hier auf eine schöne Sternkreuzung. Ah, ist sie nicht schön? Ja, da wollen wir jetzt gerade was dran ändern. Oh, habe ich euch schon richtig begrüßt? Willkommen in Transportfieber 2. Ich glaube, das liegt an der Hitze. Also, Igor hat mich darauf hingewiesen, dass ich ja schon Einbahnstraßen habe. Stimmt natürlich, ich hab's irgendwie übersehen, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe es übersehen. Ich habe, glaube ich, nach dem Kreiselsymbol hier geschaut. Hier müsste ja normalerweise noch so ein Kreiselsymbol sein, wo man dann die Kreisel einfach so bauen kann, ohne dass man sie von Hand legen muss. Und dann habe ich wohl die Kreisel noch nicht, aber die Einbahnstraßen schon. Dann bauen wir uns eben selbst einen Kreisel. Das ist ja kein Problem. Das wollen wir jetzt gleich am Anfang machen, weil die sich hier sonst zu Tode stehen in der Hitze. Das muss ja nicht sein. Och. So, erstmal ein bisschen das Ganze ein bisschen abflachen hier. Komm her. So. Also, dann bauen wir uns jetzt einen schönen, schicken Kreisel. So. So, ich denke, das ist in Ordnung. Rund genug ist er. Dann schließen wir das eben noch an. Und heute wollen wir eigentlich... Oh, sieht hier in einer komischen Welle aus. Vielleicht kriegen wir das irgendwie noch besser hin. Heute wollen wir eigentlich die U52 auf den Weg bringen. Und dann mal schauen, was es sonst noch so zu tun gibt. Heute mal nicht Bahnhof Faisalabad. Genug von Bahnhof Faisalabad erstmal. So, passt das? Passt. Ist gar nicht so steil. Wunderbar. Mal schauen, ob es was bringt. Ein bisschen müsste sich schon verbessern. Och Gott, seid ihr lahm. Komm, fahr mal da drauf hier. Ja, es bringt schon was. Kreisel ist immer eine schöne Lösung. Wer auch immer den erfunden hat, ursprünglich, dem gehört ein Verdienstorden. Pour la Mérite, oder wie heißt das Ding? Ich glaube, bei den Franzosen oder ich weiß, Pour la Mérite. Nee, war, glaube ich, Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation. Oh Gott, die Hitze. Die Hitze schlägt aufs Gemüt. Ja, also hier entsteht trotzdem Stau. Aber hier fließt es besser. Das war ja schon wirklich krass. Also, muss man echt sagen, das war schon krass. Ja, das war aber eine Lösung. Eine einfache Lösung von mehreren Lösungsideen, die es hier gäbe. Dass wir zum Beispiel Fahrzeuge von hier nach da unten direkt leiten, dann müssen wir hier nicht über diese Straße fahren. Das wäre eine Idee. Ja. Ich denke, wir lassen die hier mal so ein bisschen fahren und dann schauen wir später nochmal drauf. Achso, ich hatte hier noch eins vergessen anzubinden. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Ich finde es eigentlich jetzt, glaube ich, besser, wenn hier der Kreisel möglichst schnell läuft. Und hier scheint es ja kein Problem zu geben in dieser Kreuzung. Ja, also es sieht eigentlich, glaube ich, wirklich ganz gut aus. Hier so eine Bremswelle, wieder mal. Ah, ihr Trottel, haltet Abstand! Unfassbar. Gut. Ja, wir gucken da später nochmal drauf. Eigentlich wollten wir heute ja eine neue Bahn bauen. Von hier, Faisalabad, wir haben den Bahnsteig schon längst fertig. Dann fahren wir hier entlang, biegen dann hier irgendwie ab und fahren hier dran vorbei. Das kann was werden. So, vielleicht sogar einen kleinen Tunnel bauen. Binden den Flughafen an und fahren weiter nach Krasnojarsk. Da bauen wir jetzt auch gleich mal schon mal den Bahnhof hin. Machen wir erstmal das hier an, gucken mal so ein bisschen drauf. Weil gerade diese Ecke, die wird, glaube ich, interessant. Wir wollen ja den Flughafen anbinden und ich glaube, den sollten wir wirklich gut anbinden, sonst wird er nicht funktionieren. Das hatten wir in der letzten Karte schon, dass ein Flughafen einfach nicht funktioniert hat, weil er zu weit weg von den Ortschaften war und nicht gut angebunden war. Deswegen denke ich fast, müssen wir hier einen Tunnel bauen und dann hier an dem Bauernhof vorbei. Ja, auf jeden Fall, egal wie oder was, hier gehört ein Bahnhof hin.
Ich weiß nicht, ob wir den jetzt wirklich auf 240 Meter Länge brauchen, aber was man hat, das hat man, würde ich sagen. So. Okay, dann fangen wir an. Achso, hier können wir auch gleich noch den nächsten Bahnhof hinbauen. Ich überlege gerade, ob und wie... Ah ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ob und wie wir hier auch noch eine Straße an den Flughafen ranbringen. Aber ich denke, wir bauen einfach diese hier aus. Und dann kommen wir hier eine schöne Brücke. Hier ist eh schon so ein Hügel. Eine Brücke rüberbauen und das dann hier ranbringen. Wobei, ach komm, was ist denn los hier? Wir können auch hier natürlich eine Straße entlang führen. Ja. Okay, machen wir erstmal die Straße. Bevor wir hier irgendwelche Flughäfen, irgendwelche Bahnhöfe hinbauen. Wäre das nicht was, wenn wir jetzt hier so einen Damm haben und da den Zug dann unten drunter durch? Das wäre doch schön, oder? Das wird mir, glaube ich, gut gefallen, falls es funktioniert. Wir versuchen mal, ob es klappt. Weil das ist jetzt eigentlich komplett unnötig, aber ich hätte hier ein schönes extra Überwerfungsbauwerk, da wird sich doch, glaube ich, keiner beschweren. Falls es funktioniert. Gut, wir bauen es mal hin und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich würde mich freuen. So, dann haben wir auch genug Platz. Platz für Erweiterung hier in diese Richtung für eventuelle Güter. Aber ob das hier was wird, ich wage es zu bezweifeln. Na gut, wir können es auch gleich versuchen. Und dann sehen wir es ja. Oh, brauchst du dich so schnell machen? Bisschen langsamer reicht auch, dankeschön. Nein, so doch nicht. Ja, so ungefähr irgendwie. So ein kurzer Tunnel, das wäre doch vielleicht was. Ich probiere es mal einfach. Mitten durch den Fels durch. Mensch, das sieht ja aus hier. Ja. Ich glaube, ich finde das cool. Gut. Oh Gott, das kostet ja gar nichts. Viel kostet es nicht. Und jetzt ziehen wir dann hier eine Linkskurve. Also eine Rechtskurve aus der Fahrtrichtung. So, ja, das wird doch super. Ja, und da kommt schon die... Ja, hier kommen schon die Gleise, da wollen wir drauf. Ja, ich denke, das ist gut so. Ich denke, damit kann man arbeiten. Ich würde sagen, an dieser Stelle reißen wir die Straße von ab und bauen die auf den Damm hoch. Und dann gehen wir mit dem Zug einfach drunter durch. Einfach. Schauen wir mal, ob das einfach wird. Ach, du. Haben wir genau das gleiche Problem wie hier drüben am Bahnhof. Wenn es dann immer heißt, einfach, ne? Das ist. Muss nicht immer einfach sein. So. So, das reicht ja im Prinzip schon. Sieht halt nicht so. Sieht nicht so schön aus hier mit diesem Felsen. Auf der grünen Wiese. Kriegen wir vielleicht noch hin. Gut, also das klappt hier nicht gut. Ich habe das ein paar Mal versucht. Wir kommen nicht mit über 80 km/h irgendwie um die Kurve. Deswegen reiße ich das hier nochmal ein bisschen ab. Das sieht gerade irgendwie doof aus. Und wir bringen das in hier irgendwie zusammen. Müssen wir gucken. Vielleicht dann doch mit der Zugbrücke hier rüber. Ja, schauen wir mal. Also wir haben hier 7 Meter. Hier haben wir 2, 5 Meter sind wir also eh drüber. Ich kann jetzt gar nicht erkennen, was der hier... Na gut, der ist hier ungefähr, ist ja ziemlich genau gerade.
Ich weiß gar nicht, ob er hier runter geht. Er scheint hier runter zu gehen. Na gut, gucken wir mal, ob wir damit irgendwie weiterkommen. Das könnte doch ganz interessant sein. Ganz schönes Gefälle hier. So. Jetzt kriegen wir das hin. Oh, nur ein Pfeil, der sieht natürlich grauenhaft aus. Schrecklich. Okay, gucken wir mal, ob wir da einen schönen Brückenkopf irgendwie wenigstens hinbekommen. Dann sieht das nicht mehr ganz so schlimm aus. Okay, ich glaube, wir machen erstmal noch das zweite Gleis. Wäre vielleicht klüger. Gut, da gucken wir jetzt hier nochmal nach dem Brückenkopf. Schön aus Beton. 1937, da hat man mit Beton gebaut wahrscheinlich. So. Ich würde zwar nicht sagen, dass es optimal ist, aber ich denke, ich kann damit leben. Da haben wir unsere Strecke. Hat wieder länger gedauert als gedacht. Vielleicht können wir da noch ein paar Bäumchen verteilen irgendwie, damit es ein bisschen netter aussieht. Ist eh sehr waldig hier, also. Ich würde sagen, das ist eine schöne Strecke, da fahren wir auch mal mit. So. Ich würde jetzt sagen, jetzt ist die Sicherheit gewährleistet. Müsste wohl passen. Die Oberleitung hätte ich auch noch weglassen können, aber na gut, jetzt haben wir sie schon. Und irgendwann kommen ja auch wieder die E-Züge. So. Das hier passt. Dann bauen wir jetzt gerade mal noch weiter nach Krasnojarsk. So, jetzt haben wir natürlich wieder einen Übergang, einen Bahnübergang aus Sand. Ugh, das sieht ja schon ein bisschen doof aus. Ja, überlege ich mir vielleicht wann anders noch was. Unbedingt notwendig ist es sowieso nicht, dass da irgendwie noch ein Anschluss besteht hier. Ist ja auch nur ein Bahnhof und wenn, dann würde das Zeug wahrscheinlich eh über den Bahnhof darüber bringen. Also dann machen wir es uns ganz einfach, reißen jetzt einfach ab hier. So. Okay, also die Strecke ist fertig. Haben wir den hier schon irgendwas spendiert? Keine Busse, kein nix. Okay, das muss natürlich sein. Ich würde sagen, da gönnen wir uns einfach mal eine ganz kleine Rundlinie. Meine Güte, das lohnt sich ja kaum. Das ist wieder so ein winziger Ort. Da brauchen wir eigentlich nur eine Bushaltestelle hier in der Mitte, vielleicht noch hier irgendwo eine. Und dann wird das schon passen. Ich würde sagen, wir hauen hier mal noch so eine Verbindung ran. Und da können wir jetzt hier wirklich eine schöne Rundlinie machen. Also, ah, da wurde gerade ausgebaut. Krass. Also, definieren wir schön. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Gott. Ein winziges kleines Teil. Aber gut. Die Stadt wird ja noch wachsen. Ich habe ja diese schöne normales Stadtwachstum-Mod an. Also wird das schon noch. Das wird schon noch schön werden, denke ich. So, krass Bahnhof. Ach, immer noch nichts Neues. Unfassbar. Gut, also das fährt. Hier. Mann, ist es schön. Ein Zuganschluss am Flughafen.
Den Zwischenhalt brauchen wir jetzt gerade noch gar nicht wirklich, aber wir lassen natürlich den Zug dort anhalten. Aber was wir jetzt brauchen, ist natürlich ein feiner Zug. Muss auch nicht so groß sein. Das wäre überdimensioniert. Vielleicht nehmen wir hier irgendwie sowas da. Irgendwas, was halbwegs zieht. Ja, komm. Da machen wir jetzt gerade gar nicht mehr so lange rum. Da noch ein paar Wägen hinten ran. Ach, wir haben da was Neues. Egorov. Dieser vierachsige Personenwagen wurde in Kalinin hergestellt und fand später auch Verwendung als mobile Krankenstation. Ja, Kalinin ist nicht Kaliningrad, das ehemalige Königsberg, sondern liegt bei Moskau, wie ich erfahren habe. Vielen Dank für die Info. Und ich denke, wir nehmen natürlich diesen hier. So, fangen wir. Ich würde sagen, wir fangen erstmal klein an und das kann man erweitern, wenn das hier funktioniert. Okay. So, schön in Petrolfarben. Wunderbar. Da gucken wir auch gerade mal, wo unser Zug steckt. Wo steckt er denn? Ah, wo ist er hin? Wo ist er denn? Ach. Och, Junge. Er macht die Ute. Ist ja unglaublich. Er macht echt die Ute. Falsche Richtung, du Heini. Wo will er denn hin? Das ist der Iwan. Iwan der Erste. So, und jetzt. Weil ich hab auch noch nicht eingestellt, wo der fahren soll, also wo der anhalten soll. Ja. Diese Trottel. Aber wahrscheinlich ist es die Hitze. Schieben wir uns auf die Hitze. Wir stellen bei der Linie gerade noch ein, dass der hier einparken soll. Ah ja, doch, passt ja. Ah ja, der macht schon, was er soll. Sehr gut. Wunderbar. Aber einen Weg hat er trotzdem nicht. Der Heini, wo steht er jetzt ganz links? Also ich glaube, mit dieser Überfahrt hier werde ich nicht glücklich. Ich denke, ich werde hier noch dieses Gleis hier an die anderen Gleise auch noch mit anbinden. Dann haben wir da kein Problem mehr. Aber gut, jetzt muss er erstmal dem Ivan helfen, seinen Weg zu finden. Die jungen Leute, so wie der Ivan, die wissen das oft noch nicht. Auf welchem blöden Gleis steht denn. Oh. Unglaublich. Jetzt muss er hier sowas. Ja gut, ist ja nur für kurz. Junge! Nerv ihn nicht da hinten. Komm, dreh mal um. Immer noch kein Weg. Warum nicht? Hier müsst ihr doch einen Weg haben. Schnaubt einmal, macht aber nichts. Oh, mir ist gerade danach, ihn ins Tierheim zu stecken, ey. Wirklich. Kein Weg. Da ist doch der Weg. Da soll er doch hin. Oder sehe ich gerade was falsch? Natürlich soll er da hin. Ah, du machst mich wahnsinnig, wirklich. Achso, oh, ich glaube, ach, Einbahnsignal. Okay, machen das mal gerade eben weg hier. So, jetzt kommen wir in die Gänge. Los, auf geht's, hopp. Warte auf freie Wege. Du machst mich fertig, echt. So. Jetzt aber Dampf, Freund. Gut, und damit sowas nicht wieder passiert, bauen wir dann hier gleich. Oh. Oh. Wenigstens sagt er was. So, aber jetzt husch, husch, weg mit dir. Kollege. Gut, dann reißen wir das alles wieder ab hier. Und bauen jetzt hier dieses Gleis so gut es geht irgendwie darüber. So, gut, die Signal kann auch wieder weg. Ach, diese Utes und diese Iwans.
Raubern. Das ist nicht so schön. Funktioniert auch nicht an jeder Stelle hier. Ist vielleicht zu steil, diese Kurve hier. Dieser Winkel. Okay, bevor ich das fertig mache, kaufe ich jetzt doch mal eine schöne U-52, damit ich schon mal loslegen kann. Ist ja schließlich auch ein Argument hier, dass die Linie hier vorbeiführt. Dass die Leute da einsteigen und aussteigen können. Fangen wir hier oben mal an. Passiert hier schon was? Ah, mäßig. Ein mäßiges Reiseinteresse haben die hier. Unglaublich. So, da haben wir auch schon was Größeres, aber ich hätte gern die U. Alles. Krass, kann alles mitnehmen. Ja, komm her. Da machen wir eine neue Linie. Moment, da muss er hin. Ausgezeichnet. Okay. Tante Ju rollt wahrscheinlich aus Rollfeld. Wo steckt sie denn da? Guck mal. Bekommt natürlich auch einen Namen. Ah! Keine Tante Ju, jetzt habe ich den falschen gekauft. Das darf nicht wahr sein. Den werden wir natürlich austauschen. Nein, so geht das nicht. So. Oh, das ist ein schickes kleines Teil. Rosinenbomber. Darf den ersten Testflug alleine noch. So, wunderbar. Die darf jetzt mal noch ein paar Runden fliegen. Da gucken wir mal nach, ob da Leute mitfliegen. Und ich würde sagen, solange fahren wir mal eine Runde mit unserem Ivan mit, falls der seinen Weg findet. Meine Güte, das ist eine große Karte hier. Da ist er unterwegs, da stehen auch schon Leute. Ist wahrscheinlich noch auf seiner ersten Fahrt. Da hätten wir vielleicht auch eine schnellere Lok nehmen können. Die soll ja nicht so viel ziehen. Fährt mir jetzt gerade ein. Naja, irgendwann tauschen wir sie sowieso aus. So, alle bitte einsteigen. Ach Gott, da steht ein Hochhaus. Das haben die sich doch gar nicht verdient hier. Der kleine Ort. So. Dann fahren wir einfach mal eine Runde mit. Und los geht's. Mit 15 Personen immerhin schon. Hätte ich nicht gedacht, dass da gleich am Anfang bei der ersten Fahrt schon so viele Leute da sind. Oh, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob das passt mit der Linie. Es passt. Gut. Ivan lernt schnell. Wäre es nicht schön, wenn jetzt gerade der Rosinenbomber landen würde? Wenn wir da gleich dran vorbeifahren. Wäre schön, aber es wäre auch, glaube ich, großer Zufall. Vielleicht sehen wir die gute Ju irgendwo. Nee, ich sehe sie leider nicht. Schade. Aber macht nichts. Wir genießen die Ruhe und die Stille hier am Flughafen. Irgendwann wird da auch mehr los sein. Da wird es lärmen und stinken. Sag ich und sitze vorne auf einer Dampflok. Keine Ju zu sehen. Schade. Oh, da geht's runter. Hier wollte ich eigentlich noch
die Textur bearbeiten. Sieht aus wie Schnee hier. Das muss ja auch nicht sein. Ja, also hier wäre es tatsächlich nicht schlecht, eine schnellere Lok zu haben. Ich überlege gerade, ob wir sie gleich nochmal austauschen. Mit 115 km/h. Wenn die eh nicht so viel Wagen ziehen muss. Wobei, ich weiß es nicht, das wird sich vielleicht auch ändern. Also 70 Kapazität ist jetzt auch nicht so viel. Naja, haben wir da einen Riesenverkehr, wer weiß das schon. Und dann würde ich mich ärgern, dass ich so eine schwache Lok dran habe. Oh, jetzt geht's auf die Brücke, die wir da gebaut haben. Ja, schön. Was haben wir da? Lahore müsste das sein. Und hinten links Phnom Penh. Ja, sieht klasse aus. Diese Hochhäuser hier in der Entfernung. Da scheint gleich jemand anders zu kommen. Ach nee, passt. Warum auch immer er jetzt gerade so abgebremst hat. Vielleicht war es gerade eben noch rot. Oh, Oberleitung hört auf. So, die Ute. Ich weiß nicht, ob das jetzt die kluge Ute ist oder die nicht so kluge Ute. Genau, und das Depot wollte ich gleich noch anschließen. Die Brücke lasse ich stehen, weil sie mir gut gefällt. Da so drüber, aber... Anscheinend nutzen sie sie nicht immer. Oh ja, da haben wir viele Gleise hier. Oh, ich sehe gerade, dass dieses Gleis da hinten irgendwie abgesetzt ist, verbrest. Da wächst unzulässigerweise Gras dazwischen. Genau wie hier. Och, das sieht doch schrecklich aus, Gras. Ist doch kein verlassener Bahnhof hier. Gut. Da sind wir. Eben in der schattigen Halle des Hauptbahnhofs hier. Schön. Okay, also da gucken wir kurz, was hier mit den Gleisen los ist. Ah ja. Muss man das jetzt hier wirklich schottermäßig machen? Ja, muss er vielleicht schon. Das ist ja schließlich. Gehört ja schließlich noch zum Bahnhof mit dazu. Da kommt unser Eduard. Voll besetzt bis oben hin. So. Also im Bahnhof Gras wachsen lassen, das muss wirklich nicht sein. Ja, schön. Gleich zwei Züge auf einmal. So, wenn wir jetzt gerade schon am Texturieren sind, kann man das auch hier gerade noch machen. Ach, da ist sie ja, die Ju. Fliegt doch ganz alleine. Ja, schau mal. Oh, unser Ivan. Wo ist der Ivan? Ist noch unterwegs. Gucken wir mal kurz, ob da schon jemand dabei hat. Oh ja, 13 Leute. Ist aber gar nicht so schlecht. Gut, dann machen wir ihm hier noch gerade eine schönere Optik. Gut, und dann glätten wir das hier noch ein bisschen. So. Schön. Hier könnte man allerdings noch ein bisschen was an Fels lassen. So.
Bäume machen alles schöner. So, also, ich denke, damit sind wir jetzt zufrieden mit dieser Strecke. Und dann lassen wir die mal ein paar Runden fahren. Oh ja. Oh ja. Jetzt fährt er voll. Nein, er fährt sogar übervoll. Unfassbar. Gut, dann müssen wir den Kollegen gleich mal noch einen weiteren Waggon spendieren. Okay. Soweit, so gut. Hier ist immer noch alles überfüllt. Aber schauen wir nochmal nach dem Stau hier. Wo war der? Hier oben. Ja, der hat sich aufgelöst. Kreisel, sehr Dank. Ach, jetzt haben die hier ganz alleine. Jetzt haben die hier ganz alleine dieses Ding da rangebaut. Und jetzt stehen sie hier rum. Ach, ihr macht mich wahnsinnig, echt. Ja, das werden wir beobachten, wenn hier wieder Stau entsteht. Größer als das hier. Dann müssen wir uns da noch was überlegen. Aber ich denke, das sieht im Moment erstmal ganz gut aus. Erfreulicherweise. Hier ersetzen wir die Straße noch durch eine größere Straße. So. Damit es optisch auch gut aussieht. Aha. Gatz MM Rungen LKW. Okay. Hula. Wow. Was ist denn hier los? Ach du Schande hier. Sapporo Nebengleis. Ja, nur an dieser einen Bushaltestelle stehen so viele Leute. Ich habe das Gefühl, die Buslinie ist nicht ganz optimal. Vielleicht haben wir zu wenige Halts. Ich denke, wir sollten hier noch einen mal noch hinmachen. Ja, hier haben wir zu viele irgendwie. Und da hinten haben wir einen zu wenig auf jeden Fall. Und auch das hier ist gar nicht angebunden so richtig. Ich denke, wir versetzen die hier rüber noch. Na gut, der Ort ist ja auch gewachsen, deswegen ist das schon in Ordnung, dass da nicht immer alles gleich passt. So, hier auf jeden Fall, da muss noch was hin. Mann, das, boah. Das ist ja riesig gewachsen, das ist ja der Wahnsinn. Ach du Schande, da weiß ich gar nicht, wie das mit einer Linie alles hinbekommen soll. Entweder ich mache hier eins hin, um die Kollegen hier noch so ein bisschen ranzuholen, oder ich mache hier eins hin, um hier alles ranzuholen, aber es passt dann einfach irgendwie nicht so richtig für beide. Also vielleicht, wenn die Stadt weiter so wächst, muss er dann noch irgendeine Kreislinie innen drin machen oder so. Okay. Na gut, müssen wir dann noch schauen, ob sich das, ob das was gebracht hat. 15 Jahre. Hier ist auch einiges los. Ich glaube, wir bestellen da noch ein paar mit dazu. Es sind zwar schon viele unterwegs, aber es scheint einfach, es wird das nicht ganz reichen. Ach du Schande! Oh. Ja, hier müssen wir echt nochmal eine extra Linie drumherum machen, auf jeden Fall. Schauen wir uns vielleicht nächstes Mal mal an. So, erstmal noch ein paar noch dazu. Gut, liebe Leute, jetzt haben wir für heute schon wieder genügend gespielt. Ich finde, das sieht wirklich gut aus. Es wächst alles sehr schön. Also wirklich wahnsinnig. Das ist dieses Stadtwachstum. Das ist diese Stadtwachstum-Modifikation. Das ist echt der Wahnsinn. Also wow, wer hätte das gedacht hier? Mann, geht die ab. Also wenn das so ist, dann kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass, du meine Güte, dass die irgendwann hier mal, dass das mal eine richtige Metropole hier wird. Mensch. Oder hier das. Oder hier das. Oh. Unglaublich. Ja, aber ist auch verdient. Also Faisalabad ist die Stadt, die wirklich am meisten hier abbekommt. Da laufen die meisten Linien zusammen. Die bekommen Brot und Treibstoff. Also, dass die Stadt richtig abgeht, ist schon irgendwie auch verständlich. Wow. Mal gucken, wo wir da noch hinkommen. Und ich denke, wir müssen dem Eduard hier noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Der hat echt viel zu tun. Und natürlich müssen wir uns auch um die Schnellzugstrecke hier mal noch kümmern, die hier so ein bisschen vor sich hin vergammelt und nichts macht. Aber ich, ja, ich würde die eigentlich erst dann ausbauen, wenn wir sie auch noch, ach du Schande, wenn wir wissen, wo sie hinführen sollen. Ich glaube, da müssen wir uns langsam beeilen, weil hier ist gar nicht mehr so viel Platz und es hier noch irgendwie vorbeizuzwängen. Denn ich denke, das wird in diese Richtung hochgehen. Ja, aber
Mal gucken. Zur Not muss ich dann hinterher ein bisschen abreißen. Macht ja nichts. Ja, liebe Leute, es macht großen Spaß, hier zu spielen auf dieser Karte. Ich hoffe, es geht euch gut bei der Hitze und ja, schaltet doch beim nächsten Mal übermorgen wieder ein. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Eure Lucida.